So, da wir jetzt hier fertig sind und auch wenn sich das Ganze hier schon anschaut, mit unserem Anhänger, mit unserem Fendt, ich glaube, wir machen es lieber so, wir schließen das Ganze hier ab, dann haben wir erstens die Kohle und 11.207, sehr schön, weil die Kohle können wir definitiv gebrauchen. Wir sind nämlich ein bisschen in dem Minus, also zwar nicht mehr ganz so schlimm, wie wir schon mal waren, aber ich konnte schon ein bisschen was zurückzahlen, aber trotzdem. Und es gibt ja auch hier noch ganz schöne andere Aufträge, wo wir unter anderem eben auch geile Maschinen haben. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir eher das hier. Hier hätten wir theoretisch zwar noch zwei Traktoren, aber es gibt verdammt viel Zeug. Ernten, Weizen, wir könnten mal höchstens durchschauen, ob da irgendwo was dabei ist von wegen Hafer. Schaut aber nicht danach aus. Das heißt, wir werden uns hier diesen Johnny nehmen, Geräte ausleihen und schon haben wir wieder ein geiles Gerät daheim, ein 6230R. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und Leute, weil da öfters mal kein Gewicht dabei ist und ich aber jemand bin, der gerne eigentlich ein Gewicht hat, nehmen wir einfach jetzt mal unser Geld in die Hand und kaufen eins. Ich hatte eigentlich auch mal hier irgendwo einen Mod, der scheint aber nicht mehr dabei zu sein. Okay. Das ist es, Klaus. Keine Ahnung, egal. Dann nehmen wir einfach das ganz normale, das stinknormale hier, das 1100er Gewicht, aber. Und gut ist gegangen. Wir hätten es natürlich jetzt auch grün einfärben können. Würde dann zum Johnny besser passen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir dann wieder ein anderes haben, dann passt es wieder nicht. Und. Das dachte ich mir gerade, wo ist es hin? Genau, so. Perfekt, Gewicht ist dran. Das werde ich zwar jetzt bei dem erstmal nicht dran lassen, weil wir es vorerst mal nicht brauchen. Aber ich habe einfach ganz gern ein Gewicht zu Hause. Und von dem her schadet es ja nicht, wenn man was hat, was man nicht braucht. Eigentlich hätte ich damit jetzt gar nicht heimfahren müssen, denn wir haben ja gesagt, wir schauen uns um wegen Pferdeställe. Und das habe ich auch getan. Leute, wir haben nämlich einen Pferdestall hier auf unserer Karte verbaut. Und für mich sieht das so aus. Nach außen. Okay, wer hat sich denn das einfallen lassen? Außen ist irgendwie scheiße. Jetzt geht das schon wieder los mit WhatsApp. Nach außen ist irgendwie kacke, aber egal, dann wird das schon klappen. Und zwar haben wir hier eben Pferdestall. Für Futter und Stroh ist hier und hier ist auch irgendwie ja, sämtliche Triggerplatzen, Plattformen. Das Problem ist, dass wir den benutzen können oder dürfen, müssen wir ihn halt erst kaufen. Und deswegen würde ich sagen, kaufen wir lieber das Land, weil das kostet ungefähr genauso viel, also 53.000, nicht ganz so, also ein bisschen mehr wie der Pferdestall, aber dafür wäre er hier halt schon angelegt, deswegen bin ich dafür, dass wir den kaufen. Dann müssen wir uns noch einen kleinen Kompaktlader kaufen, unter anderem dann auch mit da sowas, mit so Frontgabel und so weiter, oder hier irgendein Mod, holy shit, was habe ich denn da alles gedownloadet, damit wir eben auch die Heuballen dann rumtransportieren können. Und dann brauchen wir eigentlich noch ein Wasserfass. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Wasserfass. Güllefässer. Keine Ahnung, wo Wasserfall. Tierhaltung. Da ist es. Da ist das Wasserfass. Wir können theoretisch auch so eins nehmen, aber für 25.000. Klar, da ist wesentlich mehr. Oder passen 8.000 Liter rein. Hier passen. Was? Nur so wenig Unterschied? Okay. Ach, das andere kann eben auch Milch transportieren. Das heißt, das brauchen wir auch noch. Also es ist dann schon wiederum eine Investition von 100.000, aber wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt am Anfang das durchaus wert ist. Deswegen gehen wir her und wir leihen uns ein bisschen mehr Geld. Und ja, ich befürchte, so viel werden wir schon brauchen. Das heißt, dann nehmen wir das hier und wir könnten theoretisch probieren, dass wir gleich erstmal die Pferde holen. Das Ding brauchen wir leider auch fest zum Kaufen. Wir können uns da hier theoretisch eine andere Farbe auswählen, aber kostet nicht mal Aufpreis. Von dem her nehmen wir einfach grau, kaufen das Ding und holen es auch ab. Und zwar mit unserem Johnny. Weil ein Auto will ich mir jetzt vorerst nicht leisten. Ich habe da schon einen gesehen. Ich habe da extra einen Mod installiert und zwar einen Pickup, der im Prinzip so ausschaut wie der Standard-Pickup. Aber bei dem kannst du noch einen Benzintank oben auf die Ladefläche draufbauen und so weiter. Also der schaut auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Dann kannst du quasi auch auf dem Feld die Fahrzeuge direkt betanken. Was ich ganz cool finde. So. Dann schauen wir mal. Aber ich befürchte oder ich denke halt schon, dass wir erst die Pferdekoppel kaufen müssen, bevor wir die Tiere dann da drauf platzieren können.
So, wo ist denn überhaupt der Viehhändler? Der Viehhändler war hier unten. Markierung setzen. Machen wir doch mal. Damit wir mal ungefähr wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich habe die Tankstelle markiert, aber egal. So. Fetzen wir runter mit unserem Johnny. Johnny, Johnny, dir, 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 Johnny, dir. Ja, so geht das. Den ganzen Tag. So, gleich nochmal hier eine neue Aufnahme gestartet. Nicht, dass die Datei irgendwann doch zu groß ist, denn dann habe ich ein Problem, dann kann ich sie nicht mehr lesen. Dann muss ich sie erst komprimieren und dann dadurch geht natürlich dann Qualität verloren. Und das will ich nicht. Oder ich will es zumindest vermeiden, solange dies geht. So, angekommen beim Viehhändler. Sind wir. Und dann würde ich sagen, biegen wir hier direkt mal fett rein. Geht das eigentlich weg, wenn ich hier reinfahre? Oder muss ich das jetzt wieder. Markierung setzen, Markierung löschen. Okay. So, hier, das schaut mir nach einem Viehhändler aus. Und hier haben wir unsere Tiere und unter anderem auch unsere Pferde. Und ein Pferd kostet 5000. Wir wollen ein schwarzes und wir wollen ein weißes. Genau. Bestätigen, 10.000. Und dann fahren wir damit jetzt zu unserer Koppel. Ich bin gerade am Überlegen, gibt es hier eine Abkürzung irgendwie dann rüber? Wir müssten einfach mal rechts rüberfahren irgendwo. Und ich glaube, wenn wir geradeaus weitergefahren wäre es sogar besser gewesen. Jetzt muss man nämlich wieder einmal rundherum fahren. Egal. Wir werden da schließlich noch öfters hinfahren müssen zu dem Viehhändler und die Pferde wieder verkaufen, wieder neue holen und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ich wollte jetzt nur unbedingt also extra heute noch diese Pferde holen, damit wir einfach schon mal einen Zyklus durch haben dann. Klar werden die ersten Pferde jetzt wahrscheinlich nicht die besten sein. Und eigentlich fällt mir gerade auch so ein, dass ich eigentlich erst noch Hafer anbauen wollte, bevor ich die Pferde hole. Aber okay, so geht's auch. Glaube ich. Dann haben sie halt erstmal nichts zu essen. So. Ich denke, das hier ist zumindest der Trigger dafür. Genau, verschieben, verschieben. Bestätigen. Und scheinbar kann ich die Koppel benutzen, ohne. Aber es kann sein, dass ich vielleicht kein Wasser und sowas abladen kann. Das sehen wir jetzt gleich. Ich muss jetzt erstmal hier eben das Wasserfass noch kaufen. Den Pferdeanhänger hier, den parken wir einfach hier unten rein. Dann ist er aufgeräumt. Bisschen viel Gestrüpp ist hier. So. Rinn mit dir hier. Genau. Dann, wie gesagt, brauchen wir ein Wasserfass. Kaufen, kaufen. Dann brauchen wir ein. Ja, das ist jetzt die Frage. Entweder, also Kompaktlader ist halt wesentlich günstiger. Der kostet 35.000. Bin aber von dem halt übelst genervt, um ehrlich zu sein. Aber hier die anderen Dinge kosten halt gleich 60.000, 70.000. Ein Gabelstapler, glaube ich, hilft uns nichts. Das heißt, wir müssten wohl eher auf den Kompaktlader gehen. Oh, und der mit dem geht schneller. Okay, dann nehmen wir den. Mieten macht, glaube ich, auch keinen Sinn auf Dauer, weil irgendwann brauchen wir sie sowieso mal. Deswegen kaufen wir die jetzt gleich. Dann kaufen wir eben hier noch eine Ballengabel. Ich glaube, eine bessere hinten gibt es hier nicht. Genau. Okay, so, kaufen. Perfekt. Dann kaufen wir noch Ballen, und zwar Heuballen. Ich würde sagen, zwei erstmal. Stroh bräuchten sie ja theoretisch auch. Das heißt, wir kaufen auch noch einen Strohballen. Genau. Und von dem her bin ich gespannt, ob und inwiefern das klappt. Das Problem ist schon, ich sehe schon mal, dass ich den nicht, wie ich gehofft hatte, eventuell mitnehmen kann. War mir eigentlich klar, dass der keine Anhängekupplung hat, aber egal. Wir schauen erstmal, ob es überhaupt klappt, dass wir vielleicht hier die Ballen auf einmal transportieren können. Ich bin da schon ein bisschen skeptisch, sage ich mal so. Das sehe ich allerdings eher so, als könnten wir auch einfach unseren Anhänger holen und die Ballen auf unseren Anhänger laden. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Vor allem, wenn wir mehr Ballen brauchen. Wir können unseren Anhänger ja jederzeit umbauen lassen. So, jetzt schauen wir mal, ob er die da heben würde. Und wie Sie sehen, sehen Sie, dass er sich da sehr schwer tut. Aber es würde vielleicht gehen.
Aber ich glaube, dass ich mich da sehr, sehr aufregen werde, bis wir da sind. Ich glaube, drei sind doch ein bisschen zu viel. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, ich komme hier vorne irgendwo rechts rüber. Normalerweise aber schon. Bitte lass mich da zur Pferdekoppel hinterkommen. Es geht zumindest in der Straße rüber, aber ob wir da auch zur Pferdekoppel kommen, das ist wieder was anderes. Oh ne. Gut, der Ballen ist wieder zurückgefallen. Schon mal sehr gut. Also scheinbar noch klappt's, Leute. Wir fahren das ganze Ding hier. Wir fahren gerade drei Ballen hier mit unserem kleinen Lader hier einmal quer durch die Stadt durch. Mit auf zwei Reifen unterwegs. Oh Gott, sorry Nachbar. Nein. Du bleibst schön drauf, du Ballen. Ich meine, wir haben zwar jetzt schon mehr als die Hälfte geschafft, also wäre jetzt gar nicht mehr so schlimm, wenn wir den verlieren würden. Oh, jetzt sind wir sogar zurückgeploppt auf die zwei Reifen. Auf alle vier Reifen. So, und wenn wir ihn jetzt verlieren würden, da wäre ich auch gar nicht mehr böse. Hat sogar ganz gut geklappt. Hier noch irgendwie um die Kurve schlängeln. Oh, nicht so weit, nicht so weit. Ja, ist okay. Dann wird es jetzt auch wieder ein bisschen leichter zu fahren. Dann haben wir hier quasi einen Heuballen noch auf Reserve da. So, dann bin ich gespannt, ob das jetzt hier so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jawohl. Und ich glaube, den Strohballen, den werden wir aber einstreuen müssen. Das heißt, dafür bräuchten wir ohnehin dann wieder nochmal was Extrix. Das heißt, den setze ich erstmal dabei hierher. Wenn sie überhaupt Stroh brauchen, das weiß ich ja eigentlich nicht. Aber ich dachte schon, dass die Stroh wollen. Holen wir gleich noch den zweiten, würde ich sagen. Wieder runter damit. Schmeißen wir den noch hinterher. Und den wollen sie scheinbar schon gar nicht mehr. Also sind wir vielleicht sogar schon voll. Heu, ne, ein bisschen was würde schon noch reinpassen. Mal schauen, vielleicht irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, genau, perfekt. So, und wie wir sehen können, ich habe mir jetzt gerade unten nochmal ein bisschen durchgelesen. Würden Sie mit einer Mischung folgender Futtermittel beste Qualität erhältst du, wenn du alles reinmischst? Sprich, wir brauchen Heu und Hafer ist wichtig. Das andere sind nur Stallinformationen. Das heißt, das glaube ich ist gar nicht mal so wichtig. Also Wasser natürlich schon. Und von dem her glaube ich, müssten wir hauptsächlich schauen, dass wir Hafer noch irgendwie herbekommen. Das ist quasi unsere oberste Priorität als nächstes. Den Strohballen, der ist mir jetzt erstmal egal. Aber Wasser brauchen wir eben definitiv. Das heißt, wir schwingen uns wieder auf unseren Johnny und holen eben das Wasserfass und ein bisschen Wasser. Knapp. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie eben Hafer auftreiben können, Leute. Vielleicht kaufe ich auch ein Big Pack, aber das habe ich schon gesehen. Da kosten 1000 Liter, kosten da 1300. Von dem her bin ich da echt nicht so begeistert von. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gleich die Pferde gehe. Ich weiß schon, also weil ich halt heute gleich noch den ersten Ritt machen wollte. Aber es wäre mir im Nachhinein eigentlich lieber gewesen, ich hätte erst wenigstens ein bisschen Hafer irgendwie zusammengekratzt. Also ganz ohne Essen, die Tierchen, das ist schon nicht so gut. Aber müssen wir schauen. So, jetzt haben sie zumindest mal was zu essen und was zu trinken dann. Dann ist es auf jeden Fall schon mal nicht mehr ganz so schlecht. Und von dem her schauen wir, wie wir es machen. Also Leute, ich habe mich jetzt dafür entschlossen, wir werden ein Big Pack kaufen von diesem Hafer. Weil es einfach doch, glaube ich, besser ist, wenn sie wenigstens ein bisschen was davon haben. Ist zwar unglaublich teuer, das Zeug, aber wir haben uns ja im Endeffekt ein bisschen was gespart, weil wir ja kein Ding gekauft haben. Ups. Kein Pferdestall kaufen mussten. Von dem her geben wir das Geld halt anderweitig sinnlos aus. Ich hoffe, ich kann den Hafer mit meinem Anhänger einfach aufladen und dann hierher fahren. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Weil sonst muss ich noch eine Palettengabel für mein Ding holen und dann. Oder zumindest halt mit dem hier wieder zurückfahren. Ich weiß noch nicht, was klüger ist. Von dem her schauen wir mal, ob wir das quasi aufladen können in unseren Anhänger. Den hole ich mal eben geschwind. Der müsste hier vorne gleich sein. In unserem Unterstand habe ich den normalerweise geparkt. Genau. Ich habe mir übrigens, ihr habt ja vorher gesehen, in so einem kleinen Clip habe ich mir hier diese Tafel hingestellt. Das ist eigentlich nur dafür da, damit ich quasi sehe, wie viel
von der jeweiligen Sorte ich quasi drin habe. Fand ich ganz cool, diesen Mod. Von dem her habe ich mir den da mal hingebaut. So, Hafer, ich komme. Und dann geht's ab ans Räten. So, kann ich dich jetzt einfach hier so... Jawohl, Hafer wird aufgenommen. Sollten wir gleich eine zweite Palette kaufen? Lieber nicht, um ehrlich zu sein. Weil wenn das nämlich jetzt nicht klappt hier, mit dem Einlagern über dieses Teil, dann habe ich ein Problem. Es sollte aber normalerweise ohne Probleme gehen. Sollte, ja, sollte es. Aber you never know. You never know. Und wenn es dann nämlich nicht geht, dann habe ich hier im Prinzip 2500 oder fast 3000 für Hafer ausgegeben und habe nichts davon. Und sie müssen jetzt im Prinzip nur noch einen Lebenszyklus oder ein Tag überstehen. Und von dem her, glaube ich, sollte das schon gehen. Ein Erntezyklus, so meinte ich. Können wir das jetzt hier direkt abkippen, oder? Wie schaut's da aus? Ich glaube, da muss ich weiter hinter mit dem Trigger. Oder für diesen Trigger. Jawohl, hier wieder abgekippt. So, 1000 Liter sind drin. Wie viel hat Ihnen das gebracht? Ja, es ist zwar rot, aber es scheint mir so, als würde ich quasi einen Tag damit gewonnen haben, weil 8000 Liter ist quasi voll für 7 Tage. Also sollte ich vorerst mal meine Ruhe haben. Und von dem her bauen wir einfach als nächstes einmal Hafer an. Dann sollte das klappen. Wegen dem Stroh, da muss ich dann noch schauen, weil da war ich ja letztes Mal beim anderen Let's Play schon relativ irgendwie ein bisschen enttäuscht von dem anderen Teil hier. Ich weiß gar nicht, kann ich schalten den hier mal aus und springen schon mal auf ein Pferd, dass wir einfach mal ein Pferd schon mal ein bisschen reiten hier. Sauberkeit, Fitness, tägliches Reiten, das gehen wir jetzt an. Genau, und der läuft ja von alleine weiter, gell? Und ich weiß gar nicht, mit der Steuerung muss ich erstmal wieder halb lernen. So, aber ich glaube, wenn ich hier einfach jetzt auf P gehe, dann leitet der weiter, genau. Sprich, was haben wir jetzt gesagt? Wir wollen schauen wegen dem Stroh. Und ich glaube, da hatte ich irgendwas im Frontlader, irgendwas Blaues war das damals. Das ist quasi irgendwie, dass du das Stroh ausstreuen kannst. Das ist aber hier scheinbar nicht dabei. Tiernahrung, genau, das hier war's. Einstreuen, lade Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh bedecken zu können. Also sowas in der Art scheint es wohl zu sein. Die Frage ist, gibt es das erstens für Kompaktlader auch? Ja? Weil dafür bräuchten wir es theoretisch. Was anderes haben wir nicht. Von dem her wird es wohl eher schwierig sein. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das mit dem auch da eben... Ich meine, vielleicht geht's, aber es steht nicht dabei. Aber hier unten stehen verschiedene Namen. Ich glaube, Leute, ich lese mich mal da durch und dann schaue ich mir an, ob wir da eins kaufen. So teuer wären sie nicht. Ansonsten müssen wir halt gleich sowas nehmen hier. Oder sowas. Also so einen normalen Silo King. Irgendwann brauchen wir den auch mal. Genau. Also, wie gesagt, ich mache mich da schlau. Und dann, ja, ich schätze mal, es wird wahrscheinlich gleich der Silo King werden. Weil, wie gesagt, für die Kühe brauchen wir die dann auch. Mal schauen. Bis dann. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Leute. Aber ich glaube, ich brauche einen größeren Drescher. Der kommt gerade mal einmal hoch und einmal runter. Nicht mal wirklich. Also, eigentlich nicht, ne? Er kommt nicht mal hoch und runter. Und dann ist das Ding voll. Ich habe hier vorher, da sieht man die Stelle, wo ich wieder noch angesetzt habe. Und jetzt bin ich einmal hochgekommen und ein bisschen wieder runter und das war's. Das heißt, ich brauche, glaube ich, einen größeren Drescher und einen größeren Anhänger, weil der Anhänger ist mit zweimal im Prinzip eigentlich schon so voll, dass man ihn quasi nicht mehr verwenden kann. Das heißt, wir müssen steuniges Geld verdienen, denn ich will da... Was hat der vor? Halt, stopp. Bleibst du hier? Bist noch nicht fertig. Du darfst erstmal hier noch weitermachen, bevor du da unten weiter tust. Also wir brauchen hier dringend erstmal mehr Equipment, besseres Equipment. So Leute, jetzt ist es soweit. Hänger ist voll, Drescher war mehr oder weniger voll. Ich muss die Sämaschine abstellen und da hinten ein bisschen freiräumen.
Ja, so ein größerer Hänger wäre schon schön, gell? Also ich muss sagen, mir gefällt der Hänger echt richtig gut. Also für so einen kleinen Startanhänger ist der echt mega geil. Oh, und für 80%, na toll. Aber für unsere Bedürfnisse ist er eigentlich schon zu klein. Ich werde ihn dennoch, glaube ich, definitiv behalten wollen. Erstens, weil es für die kleinen Dinger eh so gut wie kein Geld eigentlich gibt. Und wir können ihn umbauen, um zum Beispiel leichter dann Heuballen zu transportieren oder sowas. Oder sonst irgendwelche Ballen oder Big Packs oder was auch immer. Weil wir eben die kompletten Bordwände eigentlich entfernen können bei dem Teil. Und das finde ich eben richtig cool. Das ist unglaublich. Gerade eben waren wir noch bei 80%, jetzt ist es schon wieder voll. Schauen wir mal, wie weit wir doch gekommen sind. Es ist echt brutal. Gut, natürlich muss man sagen, Weizen, das hat natürlich extrem viel Auswurf. Da ist es klar. Bei Sojabohnen oder sowas wäre das dann nicht mehr der Fall. Trotzdem, ja. Erstens so ein größerer Kipper, der wäre schon was. 40.000 für 51.000. Kann man die irgendwie? Ne, die kann man nicht für alles Mögliche verwenden. Den kann man für alles Mögliche verwenden, kostet aber dementsprechend verdammt viel Geld, haben wir festgestellt. Der hier kostet 70.000, viel zu viel. 40.000, 42.000. Das wäre vielleicht eine Option. 42.000 für 40.000. Was haben wir hier vorne gehabt? Hier kosten wir, sind wir ein gutes Stück drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns den da holen werden. Das kann man hier so einstellen. Dann kostet er 47.000. Sind wir schon bei 7.000 drüber wieder? Das ist immer das mit dieser Kapazitätsänderung. Wenn du ihn hoch haben willst, dann kostet es gleich immer noch mal ein gutes Stück mehr. Und wenn wir ihn so haben wollen, wie wir ihn wollen, dann kostet er uns 50.000 für 40.000 Liter Volumen. Das ist dann auch schon wieder ganz schön viel Geld, liebe Leute. Ganz schön viel Geld. Und ob es dann der auch wieder letzten Endes dann, ob das dann der richtige ist oder ob man nicht gleich auf Vollgas gehen sollen oder so. Also auf den größten, was es halt gibt. Weil 50.000 auszugeben für letzten Endes 40.000 Liter. Kann man theoretisch auch nochmal 10.000 drauflegen. Und dann sich gleich den größten holen. Jetzt mal schauen, hier 57.000. In der 46.000er Variante kostet er 62.000. Okay, das ist dann nochmal ein gutes Stück teurer. Dann vielleicht doch eher hier einen anderen. Der kann nicht alles. Der kann alles. Der kann nicht alles. Aber der hier kann alles. Aufbau hätte er auch noch. 75.000 für 46.000 Liter. Dann ist es leider nicht wert. Das ist einfach zu viel. 20.000 für weniger. Was ist es dann? Miststreuer? Tatsächlich ist es Miststreuer dann. was haben wir hier so? Kapazität. Mäßig 42.000, kostet das 70.000. Ja, das ist, ob es da teilweise dann nicht günstiger ist, jemanden, also einen Standard, also keinen Mod zu verwenden. Klar, die schauen schauen vielleicht nicht so geil aus. Aber wenn ich mir jetzt halt hier den so anschaue hier, oder den Joskin vor allem, 60.000 für 47.000, 65.000 für 52.000. Das glaube ich war ohnehin der größte. Also so LKW-Dinger mag ich eigentlich jetzt nicht kaufen. Aber was haben wir jetzt gerade gesagt haben? 65 für 52. Aber es ist halt verdammt viel Geld, gell? Ja, das zum Beispiel, das kostet nochmal ein gutes Stück mehr. Der kann, wie gesagt, nie alles. Der könnte alles, aber sowas wollen wir nicht. Ein T-Runner, klar, da passen 45.000 Liter rein. Der Container kostet nur 10 und der Hakenlüfter kostet nur 55. Das heißt, da bist du auch bei 65.000 für 45.000 Liter. Das heißt, das ist eigentlich dann auch nicht schlecht. Sind 7.000 weniger, kostet genau gleich viel, aber du kannst im Prinzip für 10.000 nochmal so einen Container kaufen.
Unsere Container-Dinger, finde ich, sind schon immer auch sehr praktisch gewesen. Von dem her wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Vor allem da es ja für den IT-Runner, wie gesagt, ja alles Mögliche an Aufsätzen gibt. Wir hätten da auch dann eben noch die ganzen kleinen. Wir hätten hier die Mulde. Wir hätten die Container, die immer ganz cool sind. Vor allem da könnten wir dafür auch eben noch irgendwelche Wasser oder hier dieses Spritding nehmen. Ja, es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube sowieso. Ja, mein so ein Container. Ja.